Ruben Stallmann ist bei Opel Gruppenleiter in der Montage. Wegen Corona treffen wir ihn vor dem Werksgelände. Er hat hier auch noch Jahre der Krise erlebt und freut sich über die Produktion des Astra in Rüsselsheim, einer von Opels Bestsellern. Ich denke, dass der Astra ein signifikant wichtiges Fahrzeug für unsere Produktion oder für unseren Standort hier in Rüsselsheim ist. Vor allem, weil in der Vergangenheit hat man gesehen, dass der Astra ein sehr volumenstarkes Fahrzeug ist. Und wenn man sich den neuen Astra mal anschaut, denke ich, kann der durch sein tolles Design und seine Innovation die Kunden begeistern und unseren Standort sichern. Für die Produktion des Astra in Rüsselsheim hat Stellantis einen dreistelligen Millionenbetrag in das Werk investiert. Für gemeinsame Plattformen der unterschiedlichen Marken Opel, Peugeot und Citroën. Dadurch wird die Produktion effizienter, günstiger und umweltfreundlicher. Die größten Schritte, die wir gemacht haben, sind im Rohbau, im Karosseriebau, wo wir mehrere Anbauteile jetzt automatisch machen. Also die Schritte haben wir weiter automatisiert. Und in der Lackiererei ist der komplette Lackierprozess jetzt auch automatisch. Sowohl die Außenseite als auch die Innenseite vom Fahrzeug wird jetzt komplett vom Robotern übernommen. Und dadurch garantieren wir natürlich niedrige Fertigungskosten, aber gleichzeitig auch höhere Qualität, weil die Roboter mit extrem hoher Genauigkeit die Prozesse wiederholen können. Auch die sogenannte Hochzeit, das Zusammenfügen von Karosserie und Chassis, komplett automatisiert. Die Zahl der Roboter wurde um 50% gesteigert, auf fast 1200. In der Produktion arbeiten nur noch gut 2000 Menschen. Insgesamt sind bei Opel in Rüsselsheim jetzt 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Mehrzahl also hochqualifizierte Jobs. Wir sehen in den Arbeitsplätzen oder in der Qualifikation, die notwendig ist, eine große Verschiebung. Einerseits wegen den Prozessen, die stetig weiter automatisiert werden, brauchen wir natürlich qualifiziertes Personal, um diese Anlagen zu programmieren, zu warten, weiter zu optimieren. Andererseits sehen wir das natürlich auch im Produkt selber. Wir haben jetzt zum ersten Mal ein Hybridfahrzeug mit Batterie, mit der ganzen Leistungselektronik, die dazu kommt. Und wir haben in den Fahrzeugen bei jeder neuen Generation mehr und bessere Fahrerassistenzsysteme. Die müssen aber im Werk implementiert werden, die müssen auch kalibriert werden. Und auch dafür brauchen wir immer mehr qualifiziertes, hochqualifiziertes Personal. Unterm Blech teilt sich der neue Astra viele Teile mit Peugeot und Citroën. Bleibt die Frage, wie viel Opel steckt eigentlich im neuen Stellantis-Auto? Dazu die verantwortliche Chefingenieurin. Vom ersten Pinselstrich an, von dem ersten Strich auf dem Papier, ist das hier entstanden im Design Center. Der weitere Entwicklungsschritt war im technischen Entwicklungszentrum. Auch dort haben wir alle Simulationen gemacht. Wir haben natürlich dort das eigentliche Auto validiert, die ganzen Tests durchgeführt. Und dann, das natürlich auch noch am selben Standort in Rüsselsheim bauen zu dürfen, das ist natürlich einfach nur die Fortsetzung einer einzigen Intention, nämlich wirklich Made in Germany, eigentlich sogar Made in Rüsselsheim zu verifizieren. Die Rüsselsheimer hoffen, dass nach den Jahren der Krise und des Umbaus mit dem neuen Astra das Opel-Stammwerk wieder eine goldene Zukunft hat. Und wir sprechen mit dem Opel-Chef Uwe Hochgeschurz. Er hat lange für Renault gearbeitet, auch schon für VW. Und seit Herbst ist er jetzt der Opel-Chef. Herr Hochgeschurz, hat die deutsche und die europäische Autoindustrie denn überhaupt eine goldene Zukunft angesichts der Transformation zur Elektromobilität und der starken Konkurrenz in USA und Asien? Oder muss man sagen, das wird alles sehr schwierig bleiben? Nein, die deutsche Industrie hat auf jeden Fall, also die Automobilindustrie, eine goldene Zukunft vor sich, vielleicht sogar eine goldene Dekade. Wir bei Opel zum Beispiel fangen jetzt schon an, mit dem neuen Astra die erste Plug-in-Hybrid-Version anzubieten mit dem neuen Astra. Nächstes Jahr den vollelektrischen Astra. Und dann ab 2024 auf allen unseren Modellen gibt es mindestens eine elektrifizierte Variante. Und in 2028 werden wir sogar vollelektrisch. Das heißt, für die europäischen Märkte gibt es dann gar keine Verbrenner mehr im Neuwagenangebot. Und wenn wir das richtig nutzen, dann werden wir etwas schneller sein als unsere Wettbewerber. Und ich glaube, zumindest für uns bei Opel, da gibt es durchaus eine goldene Dekade, die vor uns liegt. Schauen wir auf die Arbeitsplätze. Da gab es ja Befürchtungen, dass Carlos Tavares, der PSA-Chef, jetziger Stellantis-Chef, sich die Marke Opel kauft und die Jobs dann sukzessive nach Frankreich gehen oder jetzt vielleicht nach dem Zusammenschluss auch nach Italien. Jetzt ist viel Geld investiert worden. Ist das ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich dauerhaftes Interesse gibt, hier zu konstruieren und auch Autos zu bauen?
Also ich denke mal, was ist ein größeres Bekenntnis als der neue Astra hier in Rüsselsheim? Der neue Astra wird hier in Rüsselsheim gebaut. Wir werden in den nächsten Wochen sogar eine zweite Schicht hinzunehmen. Und was man auch nicht vergessen darf, der Astra ist ein echtes Rüsselsheimer Kind. Denn er wurde hier auch designt und entwickelt, hier im internationalen Entwicklungszentrum. Und deswegen kann man ganz klipp und klar sagen, der Astra, übrigens der Insignia, wird ja auch hier gebaut in Rüsselsheim, mit dem Insignia zusammen. Und der Astra, das sind zwei ganz, ganz klare Bekenntnisse zum Standort. Das wird langfristig natürlich die Beschäftigung stabilisieren und sichern. Das ist ganz wichtig. Aber wissen Sie, am Ende zählt dann auch immer Wettbewerb. Wettbewerbsfähigkeit und Technologie. Wettbewerbsfähigkeit heißt natürlich auch, dass wir in Deutschland in einem Hochpreisland sind, Hochpreis für Energie. Nirgendwo ist Strom so teuer wie in Deutschland und auch die Löhne sind sehr hoch. Trotzdem, wir müssen die Effizienz steigern, dann werden wir unsere Chancen wahren. Aber ich denke mal, für die nächsten Jahre ist hier die Beschäftigung auf jeden Fall gesichert in Rüsselsheim. Sie befinden sich ja auch in einem konzerninternen Wettbewerb. Es ist ein internationaler Konzern, französisch, italienisch, amerikanisch. Was bedeutet diese interne Konkurrenz für Sie als Manager und Ihre Mitarbeiter? Also der Automobilmarkt als solches in Europa ist extrem wettbewerbsintensiv. Es gibt viele Marken und alle konkurrieren miteinander. Wir konkurrieren innerhalb des Stellantis-Konzerns nicht unbedingt miteinander. Das ist eher ein Miteinander. Wir profitieren davon, dass wir relativ hohe Volumen erzielen, dass wir Kostenvorteile dadurch erreichen. Und was ganz, ganz wichtig ist für alle Marken im Stellantis-Konzern, wir haben Zugang zu den neuesten Technologien. Gerade bei der Elektrifizierung werden wir einen sehr, sehr großen Vorteil haben vor den anderen Marken. Also für Opel ist das ein Riesenvorteil, in diesem Stellantis-Verbund zu sein. Und man sieht das auch jetzt wieder an dem neuen Astra. Viele neue Technologien sind in dem Fahrzeug, ob das im Bereich Sicherheit ist, ob das im Bereich Infotainment ist, ob das im Bereich Elektrifizierung ist. Also all diese Vorteile nutzen wir und deswegen ist Stellantis ein riesengroßer Vorteil für Opel und natürlich für den Opel-Kunden. Herr Hochgeschutz, zum Schluss noch eine ganz kurze, heikle Frage. Sie sind Kölner, schafft der FC in dieser Saison in die internationalen Ränge? Selbstverständlich, da sollte es keinen Zweifel dran geben. Der Rheinländer ist optimistisch, das haben wir während des Interviews gehört. Vielen Dank, Uwe Hochgeschutz.